Hallo. Hallo. Ich bin jetzt wieder bei euer Gerhard. Das ist jetzt eine Aufnahme oder was? Ich glaube, wir machen mal lieber den Lautsprecher leiser. Dann haben wir wieder dieses da drin. So, jetzt dürfte das nicht mehr passieren. Nicht mehr. Wird das jetzt eine richtige Aufnahme? Ja, mach doch. Edmund. Ja, ich bin wieder. Ich bin auch hier. Und hier sind wir wieder zur neuesten Folge. Wir befinden uns in unserer Big Brother Haus der Prominenten. Warten Sie, das ist die Kanzlei, nicht Big Brother. Big Brother? Das klingt doch noch nicht mal ähnlich. Jedenfalls sind wir da und es geht los. Ich habe eine ganz interessante neue Nachricht, Herr Schröder. Und zwar... Ich spiele gerade Nintendo. Ist schön, aber wir haben einen neuen Bundespräsidenten und der ist von uns, von der Union, von der CDU, von der CSU. Was ist eine Union? Das ist eine Gemeinschaft. Fangen wir mal den Fischer. Ja, gute Idee. Fischer, Fischer Fritze. Das ist lustig. Ich habe eine Frage. Was ist eine Union? Ja. Warten Sie, und was? Und was ist mit dem Bundespräsidenten? Ja. Das wollte ich Ihnen schon immer mal sagen. Was? Herr Schröder. Ich habe mir gerade das hier angeguckt. Habt ihr was gesagt? Ja, ich weiß, was eine Union ist. Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Schröder. Ich bin Ihnen geistig überlegen. Ich hab Durst. Wollen Sie was Eistee? Ja, aber wo ist mein Glas? Das da. Ja, und wo ist dann deins? Ja. Ah. Das ist ja super hier. Danke. Gern geschehen. Kommen wir zum Gespräch zurück. Das heißt, der Raum muss raus. Packt er schon? Ja. Schalten wir einmal live rüber in dem Rau sein Zimmer. So viele Jahre. Packe ich jetzt schon. Sie sind dumm. Wer sind Sie? Ich weiß es nicht. Ich bin ein Passant. Aber das hier ist ein Big Brother Haus. Zum Wohl. Ja, ja. Da muss der Rau... Da muss er raus, aus dem Big Brother Haus. Eine schöne Rede, ich werde diese schreiben. Währenddessen bei Edmund, der sich ein Baguette backen möchte. Ich back mir ein Baguette! Ich baue dir ein Haus aus Schweinsköpfen. Was machst du in meinem Haus, Herr Schröder? Das ist ein Big Brother Haus. Du bist ja gar kein Medientyp. Pass mal auf. Sie sind kein Medientyp. Ich weiß es. Nee, ich bin kein Politiker. Ich bin ein Medientyp. Nein, ich bin kein Medientyp. Nicht Sie. Ich. Ja. So, du guckst dir erstmal die Beschreibung durch von das Gerät. Dein Baguette. In die Mikrowelle. Gucken wir mal. 200 Grad. 6 Minuten. Fertig ist er. Ja, dann machen wir mal nicht. Oh. Kann die Angela das nicht machen? Sie ist eine Frau. Ja, die ist draußen im Garten. Ein Buddeling in der Erde. How to learn English for Dobies. Sie sind ein Verräter, Frau Merkel. Sie lernen... Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht es weiter mit Big Brother, prominenten Politikerhaus.
Es folgt ein Werbespot zum Thema Europawahl. Für den Inhalt ist Europa verantwortlich. Ja gut, ich will eine Zukunft. So, ey, so. Da putzt einer die Nase. Das will ich nicht so. Ich meine so, eine Zukunft. Ja sicher, wir wollen alle eine Zukunft, aber ich will halt eine so, halt so voll anders, ey, als wie die jetzige Gegenwart, so. Halt so eine andere. Ja, ich will Veränderung. Veränderung heißt Veränderung in der Europawahl. Deswegen bin ich für eine Europawahl. Ich finde, wir sollten alle Europa wählen. Das ist doch eine einmalige Gelegenheit, die uns jetzt hier bietet. Ich grüße meine Mama. Außerdem ist es ja so, es ist ja Folgendes. Und zwar möchte ich meine Mama grüßen. Auf Wiedersehen. Was ich zum Thema Europawahl zu sagen habe, ist nur eins. Zwei. Ja, ja, also Europawahl ist... Ja, also Europawahl. Ich weiß noch damals, da gab es kein Europa. Da gab es einen Kontinent, der hieß Pangea. Das war einer, das war ein Superkontinent. Da haben wir nicht gesagt, Europa war so ein Blödsinn, das wäre ja doof. Die haben doch gar kein Europa. Ja, da bin ich wieder. Also ich möchte sagen, Europawahlen sind sehr interessant. Deswegen wählt Europa für ein Land. Meine Mama geht ja auch zur Wahl. Und die wählt, ich glaube, in Amerika. Ja, es ist ja so. Also es sind ja ganz verschiedene Wahlen zur Verfügung. Ich bin ein Professor und ich sage Ihnen, wählen Sie bitte. Das ist gut. Hallo, ich bin Ihr Kanzler. Und ich weiß, Europa ist nicht nur ein Land. Nein, das ist ein Gefühl. Wenn wir alle nur Europa wählen, sind wir unserem Stück ein ganzes Weit lang näher. Und deswegen spuckte er seinen ganzen Eistee gegen den Drucker. Deswegen gehen Sie zur Wahl. Tun Sie's. Dies war ein Werbespot zum Thema Europawahl. Für den Inhalt ist Europa verantwortlich. Falls ihr noch hören möchtet, wie der deine Töpfe wieder sauber macht, was ihr vorher gespuckt habt, bleibt einfach dran. Wir verlängern die Werbung ein bisschen. Mach gleich Werbung für dieses Abtrockentuch. Ja. Sie kennen das. Manchmal lachen sie, weil sie ein Stück weit näher sind. Und dann brauchen sie ein Abtrockentuch, um ihren Drucker wieder zu reinigen. Naja. Ich sage Ihnen, dieses Abtrockentuch ist einfach perfekt. Es reinigt nicht nur Ecken, sondern auch Kanten. Und es klebt danach nicht mehr, weil es alles saugfest aussaugt. Oh, das kann aber passieren, dass er Glas runterschmeißt. Du bist so blöd. Ja. Verdammt. Das ist nicht weiter schlimm. Jetzt hol mal ein Tuch, was Glas aufsaugt. Ja. Beeil dich aber, wir haben nur noch knapp eine Minute. Ja. Und vielleicht passiert ja noch irgendwas Blödes. Ah, herrlich. Da hatte sein Glas vor dem Drucker stehen. Und das ist nur ungefähr ein Finger tief die Abstellfläche. Und da geht der Drucker schon so ein bisschen drüber. Das heißt, das Glas stand so nach vorne gekippt leicht. Und dann ist er dagegen gekommen und es ist runtergefallen. Und obwohl die Teppich haben, hat er jetzt jede Menge Scherben. Werf das nochmal ein bisschen auf Blech drauf. Vielleicht können wir den Effekt irgendwann mal gebrauchen. Falls Sie das in einer der nächsten Aufnahmen hören, jetzt ist Ende. Oh, dann wissen Sie, woher es ist. Tschüss.